Hallo, wir sind Walid, Simra und Emma aus der Klasse 5F2. Wir möchten dir heute Corona-bedingt auf diesem Wege unsere Schule, das MLK, vorstellen. Denn wir finden unsere Schule richtig cool und fühlen uns in unserer neuen Klasse sehr wohl. Los geht's mit Zahlen und Fakten. Unsere Schule besuchen zurzeit 589 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen und 6 Kursen auf dem Weg zum Abitur. Sie werden von 55 Lehrkräften unterrichtet. Oh Mann, sind das viele. In der Grundschule waren es nur etwa 15. Eine richtig gute Betreuung gibt es bei uns auch. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Cafeteria treffen sich etwa 65 Kinder in den Räumen der Betreuung im Erdgeschoss. Ein Highlight ist unser Schulhof. Ich finde die Tischtennisplatten und den Basketballplatz besonders toll. Stimmt, aber vergiss die vielen großen Bäume nicht, die uns im Sommer Schatten spenden. Und auch die Sonnenliegen sind in den Pausen oft umkämpft. Der Pausenladen ist für mich das Wichtigste. Da gibt es so leckere Sachen. Und nicht zu vergessen, gesundes Obst. Seht mal, so im Grün liegt kaum eine andere Schule. Unterhalb des Schulgebäudes seht ihr die große Aula, in der alle unsere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Begrüßungsfest, stattfinden. Und rechts daneben erkennt man unsere Turnhallen. Auch für andere sportliche Aktivitäten ist bestens gesorgt. Es ist gar nicht weit zum Freibad und zum Stadion. Ich habe von meinem älteren Bruder gehört, dass hier Sportfeste stattfinden. Darauf freue ich mich ganz besonders. Super ist auch, dass der Weg zur Bushaltestelle in Richtung Buß, Püttling und Köllerbach nicht so lang ist. Und schnell am Simschel ist man auch. Erinnert ihr euch noch an unseren alternativen Wandertag? Aber klar doch, der Bootsbauwettbewerb am Weiher hat so richtig Spaß gemacht. Wir haben mit Dingen aus der Natur wie Ästen, Blättern und Rittenstücken Boote gebaut. Und das Tollste, alle Boote sind geschwommen, keins ist untergegangen. Sowas könnte man häufiger machen, denn das MLK möchte seine Schülerinnen und Schüler zu eigenverantwortlichen, handelnden Persönlichkeiten erziehen, die ein hohes Maß an Selbstständigkeit aufweisen und über die Bereitschaft verfügen, Leistung zu erbringen. Getreu dem Motto: Miteinander, vielfältig, stark. Das MLK ist genauso vielfältig wie ihr. Deshalb könnt ihr zwischen zwei Zweigen je nach euren Interessen wählen. Ich habe Französisch gewählt, weil ich dann für die 8. Klasse noch einmal zwischen Spanisch, Latein und Naturwissenschaften wählen kann. Das ist mir sehr wichtig. Auch ich habe Französisch gewählt, aber aus einem anderen Grund. Ich hatte schon in der Grundschule Französisch und wollte damit gerne weitermachen. Ich habe lieber Latein gewählt, weil ich Sprachen liebe und es toll fand, Englisch dann schon in der 5. Klasse kennenzulernen. Außerdem hat meine Schwester gesagt, dass sie dann später leichter Französisch gelernt hat. Seit diesem Schuljahr kann man freiwillig ein Profil wählen. Du hast dann eine Stunde pro Woche oder eine Doppelstunde alle 14 Tage zusätzlich. Du kannst zwischen zwei Profilen wählen, Navi Plus oder Europa. Und was macht man da? Im Navi-Profil lernt man, wie ein Naturwissenschaftler arbeitet und das auch noch mit viel Spaß. Wir kümmern uns um unsere Schulhaustiere, arbeiten mit dem Mikroskop, führen spannende Experimente durch und fahren sogar an die Uni. Im Europa-Profil lernt man Europa kennen, fährt zum Beispiel zur Villa Borg oder auf einen Markt nach Frankreich. Das würde mir auch Spaß machen. Das hört sich echt interessant an. Im Stundenplan ändert sich zur Grundschule viel. Ihr habt jeden Tag 6 Stunden und natürlich viele neue Fächer, zum Beispiel KL, das heißt Klassenleiterstunde. Hier werden mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Methoden eingeübt. Genau, wir haben besprochen, wie man das Hausaufgabenheft richtig führt und was zu einer ordentlichen Heftführung gehört. Und vergesst nicht, dass wir auch über Probleme reden. Wir haben doch extra einen Briefkasten, in den man Nachrichten werfen kann. Genau, und über Klassenregeln haben wir auch schon gesprochen. Nicht zu vergessen, das Basteln für Weihnachten. Oh ja, das hat echt Spaß gemacht und unser Klassenraum sieht jetzt viel schöner aus. Neu ist auch NW. Das bedeutet Naturwissenschaften. Da lernt man viel über Pflanzen und Tiere. Cool war, dass wir am Anfang alle etwas mitbringen sollten, was mit NW zu tun hat. Und einer hat eine lebende Spinne mitgebracht. EK oder Erdkunde ist auch neu. Da lernt ihr viel über die Erde, die Planeten und unser Sonnensystem.
echt klasse war, dass wir eine Karte über unsere Trauminsel zeichnen durften. Unsere Insel hieß Wunderland. Da gab es Zuckerwattenbäume und Limonadenflüsse. Viele neue Stunden bedeuten natürlich auch viele Materialien. Doch das ist an unserer Schule kein Problem. Denn durch Doppelstunden reduziert sich die Zahl der Fächer an einem Tag und damit auch die Menge an Materialien, die mitzubringen sind. Und vergesst nicht, jeder kann sich über den Förderverein einen Spind mieten, besonders für den Riesenatlas ein idealer Platz. Ja, stimmt, das ist wirklich prima. Und dann gibt es auch noch ITG. Das macht so richtig Spaß. Im Computerraum lernt man viele interessante Dinge, wie ein Computer aufgebaut ist, aber auch wie man Dokumente mit Word erstellt. Ich fand es klasse, dass ich mir meinen Stundenplan selbst gestalten konnte. Naja, leider nicht den Plan selbst, sondern nur den Rahmen und die Bilder drumherum. Aber am MLK gibt es auch Laptops, mit denen man im Klassenraum arbeiten kann. Und echt cool ist, dass wir in jedem Raum einen Beamer haben. Am MLK gibt es viele AGs, die sich in vier Bereiche aufgliedern. Die Roboter-AG ist super toll. Das macht so richtig Spaß. Da bauen wir mit Lego-Roboter und programmieren sie. Ich bin in der Tennis-AG. Das macht auch Spaß. Und wir nutzen sogar die Tennishalle des CC Heidstock. Das wäre nichts für mich. Da gehe ich doch lieber in die Musik-AG. Wir spielen Schlagzeug und Xylophon. Das kann ich richtig gut. Ich gehe echt gerne in die Nachmittagsbetreuung, denn dann bin ich nicht allein zu Hause und es ist immer jemand da, den ich was zu den Hausaufgaben fragen kann. Und so richtig toll finde ich, dass wir in diesem Jahr für die Bewohner des Altenheims St. Josef in Völklingen Teelichter bemalt haben. Und jetzt gerade pflanzen wir Grünlilien als Weihnachtsgeschenk für unsere Eltern und verzieren die Übertöpfe. Miteinander? Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Ganz einfach, da geht es darum, was wir miteinander und füreinander tun können. Ich habe zum Beispiel einen Sprachpaten, der mir in Deutsch hilft, mich bei den Hausaufgaben unterstützt und mit mir für die Klassenarbeiten übt. Am MLK gibt es ein Fahrtenkonzept. Die ganze Klasse freut sich schon sehr auf unsere Fahrt ins Schullandheim. Klar, die Älteren haben schon viel darüber berichtet. Ich weiß sogar von einer Freundin, wo es hingeht. Die waren in der Jugendherberge in Trier, andere waren in Dreisbach. Und ich freue mich jetzt schon auf die Skilehrfahrt in Klassenstufe 8. Was ist denn überhaupt eine Lehrfahrt? Na, da lernt man Skifahren. Und ganz normale Wandertage gibt es natürlich auch, zweimal im Schuljahr. Und wo geht man da hin? Das ist ganz unterschiedlich und hängt von der Klassenstufe ab. Aber ich habe schon von Fahrten nach Pirmasens ins Dynamikum oder nach Speyer ins Sea Life gehört. Oh, das ist cool. Das würde mir auch gefallen. Mir auch. Und hier in Völklingen gibt es im Weltkulturerbe oft Ausstellungen, die besucht werden. Manchmal geht es auch ins Theater nach Saarbrücken. Schade, dass das zurzeit nicht geht. Ich wäre so gerne mit euch in das Weihnachtsmärchen gegangen. Soziales Lernen ist besonders wichtig am MLK. Dazu gehört, sich für andere, denen es weniger gut geht, einzusetzen, ihnen zu helfen. Unsere Klasse möchte zum Beispiel für das Kinderhospiz in Saarbrücken Geld sammeln. Ich habe gehört, dass es auch schon ein Spendenlauf für Afrika stattgefunden hat. Da wäre ich gerne mitgelaufen. Und der Adventsbasar letztes Jahr, bei dem Geld für soziale Projekte gesammelt wurde, war ein voller Erfolg. Ganz wichtig ist, dass an unserer Schule alle Menschen gleich viel wert sind, egal welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben. Mensch ist Mensch. Unser Förderverein ist sehr aktiv. Das Geschenk zum ersten Schultag, das schuleigene Hausaufgabenbuch, hat der Förderverein finanziert. Das Heft ist echt klasse. Da stehen alle wichtigen Schultermine drin. Wann frei ist, wann es Ferien gibt und so weiter. Das war für mich etwas ganz Besonderes. Beruhigt hat mich das Begrüßungsfest. Ich habe meinen neuen Mitschüler, meine Hauptfachlehrer und die Schule schon einmal kennengelernt, sodass ich mit Vorfreude in die großen Ferien gehen konnte. Das hat mich stark gemacht. Ich erinnere mich noch gerne an meine ersten Tage am MLK. Sie liefen unter dem Motto Ankommen und Kennenlernen. Wir lernten die Schule kennen,
die Fachräume, den Pausenverkauf, die neuen Lehrer und Lehrerinnen. Mir hilft, dass es zusätzlich Förderunterricht in Mathe und Deutsch gibt. Unsere Schule hat viele außerschulische Partner, wie zum Beispiel den Saarländischen Fußballverband. Die Fußball-AG wird von denen gefördert. Wenn du dich für etwas Besonderes interessierst, triffst du bei uns auf offene Ohren. Nächstes Jahr möchte ich am Vorlesewettbewerb teilnehmen. In der Grundschule habe ich auf Schulebene sogar gewonnen. Ich finde es klasse, dass es hier einen Mathe- und einen Biologiewettbewerb gibt, denn das sind meine Lieblingsfächer. Mal gespannt, wie ich abschneide. Darüber hinaus will uns unsere Schule auch in anderen Bereichen stark machen. Fit fürs Leben. Sei es durch gesunde Ernährung, den sicheren Umgang mit dem Internet, durch das Betriebspraktikum in Klassenstufe 9 oder durch die Berufsberatung für die Großen. Unser großes Ziel ist das Abitur. Aber das dauert Gott sei Dank noch lange. Hier noch einige wichtige Termine für eure Eltern. Wir sehen uns dann hoffentlich am Begrüßungsfest im nächsten Jahr. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.